So, raus aus den Zelten, Sonnenaufgang am Yama und ab geht es ans Wasser, schön auf Lachse. Also, los geht es, gerade noch den Kaffee reingezehrt und jetzt ab ans Wasser auf Lachs. Ist halt immer das Allergeilste, wenn man früh morgens, in den frühen Morgenstunden schon am Yama ist, beziehungsweise in der Nacht direkt zum Yama reist. Kostet ja viel und man hat eben eher am Tag die effektivste Zeit, wo man was fängt. Heißt also, man nutzt im Idealfall eben diese Zeitspanne von, sagen wir mal, 4 bis dann nachts 23 Uhr ungefähr aus, um hier die Brocken rauszuziehen. Das Ganze kostet ja, wie gesagt, hier ungefähr oder knapp 100 Silber hierher zu reisen. Und dementsprechend effektiv muss das hier auch sein. Also, Attacke Vollgas. Ich renne an eine Stelle, die habe ich die letzten Tage schon immer mal wieder getestet. Und es war gar nicht verkehrt. Es sind einige Silberlachse reingegangen. Es sind kleinere Könige reingegangen. Und Rotlachse sind auch mit dabei gewesen. Und erschreckend wenig Keters. Das kann natürlich jetzt auch an den Ködern liegen. Schauen wir mal. Auch eine recht bekannte Stelle eigentlich. Altbekannte Stelle. Bin ich hier schon richtig? Nee, noch eine Ecke weiter. Hier stand ich auch eine Zeit. Ging auch ganz gut. Aber hier vorne war dann doch noch ein bisschen angenehmer. Kann man sich ganz gut merken hier. Hinter dem ganzen Gestrüpp und den alten Bäumen. Jawohl, dann haben wir hier die Stelle 141, 137. Ich gucke nochmal eben auf der Map. Wir sind hier genau am 3,5 Meter Loch unten. Und ja, da geht's dann los. Ich schnappe mir mal eben die Route. Und dann gehen wir da mal rein. Ja, und auf der Route teste ich jetzt gerade mal eine Schnur. Der Diablo hatte letztens im Stream gesagt, Alden hier, ich verwende gerne diese Schnüre. Und zwar sind das diese Schnüre vom Weihnachtsmarkt. Wir gucken mal kurz rein hier ins Setup. Und ich teste die einfach mal. Das sind die geflochtenen Schnüre mit... Naja, ich glaube, die sind ein bisschen ummantelt oder so. Auf jeden Fall, genau, bla bla bla, Drahtgeflecht. Die haben weniger Abrieb, sollen also richtig schön stabil sein. Und ich bin übelst gespannt, wie die denn so funktionieren. Und ja, 500 Meter sind drauf. Macht das Ganze natürlich auch nochmal zusätzlich interessant. Und zusätzlich verteilt sich der Abrieb, also der Verschleiß verteilt sich ja bei der Schnur auf die Gesamtlänge. Heißt also, wenn man 100 Meter Schnur fischt, verschleißt das schneller als eine 300 oder 500 Meter Schnur. Und ja, in Gänze, jetzt auf einer großen Rolle, habe ich hier auch tatsächlich die kompletten 500 Meter Schnur drauf. Würde also bedeuten, wenn ich hier mit einem... jawohl, wenn ich hier auf einen großen König irgendwie stoße oder sowas, dann ballert den oder kann ich den auf jeden Fall lang genug drillen, denn mit 500 Meter Schnur kommt man hier dicke klar. Ich verwende hier an der Stelle, ich muss gleich mal gucken, dass ich nochmal vielleicht ein bisschen weiter auswerfe. Ich verwende hier an der Stelle bisher hauptsächlich grünliche Köder, haben super funktioniert, die grünlichen Köder. Und wir gehen die mal eben kurz durch und schauen mal eben, was da am besten funktioniert. Und zwar angefangen eben hier vom grünen Spiker in 12 Gramm. 12 Gramm Spiker, dann auch der grüne in 12 Gramm. Ja, einen Wurf mache ich noch, dann wird gewechselt. Relativ langsam durchgezogen hier auf einer 20. Und dann werfen wir nochmal richtig schön gegen die Strömung. Also ich habe so ungefähr so 3 Punkte. Ne? Ich habe da hinten einmal den Punkt, dann habe ich hier vorne diesen Bereich und nochmal weiter oben hier so in diesem Bereich. Also da ist schon was dran. Das heißt einmal quasi quer zur Strömung, einmal so leicht schräg und einmal ziemlich ja, gegen die Strömung. Ja, mit diesen 3 Richtung werfe ich oder in diese 3 Richtungen werfe ich. Zack, Seesaibling. Stimmt, Seesaibling hatte ich auch. Waren auch einige dran, die auch ein bisschen größer waren. Bis 7 Kilo sogar hier. Die haben dann auch schon Bock gemacht.
So, und hier kann ich, glaube ich, wieder ein bisschen langsamer sogar reingehen. Bam, und da geht noch was rein. Sehr schön, aber auch noch nicht so richtig groß. Setup-Stärke gehen wir gleich natürlich nochmal ein bisschen im Detail drauf ein. Wir sind hier ungefähr, jawohl, da ist er doch schon. 1 Kilo für den Rotlachs, schon richtig, richtig gut und bringt auch schon ganz gut Kohle. Ich glaube, die liegen so um die 30 Silber. Zack, und wieder raus damit. Vielleicht sogar ein bisschen abtreiben lassen. Also auswerfen, mit der Strömung treiben lassen, dann wieder ein bisschen reinziehen. Kann man richtig gut machen. So, mal eben guten Tag sagen hier im Chat. So. Genau, und dann weiter durchziehen. Ähnliches dann natürlich auch mit den anderen Ködern. Und zwar, wenn man hier die 12 und 15 Grammer noch verwendet. Gucken wir gerade mal. Der 12er wäre, da verwende ich einfach immer, genau, einfach oben hier die 12 eintippen. Und dann hat man hier die ganze Serie. Ich liebe sie. Type 1 12 Gramm, auch der in grün. Und dann hier das gleiche rüberwerfen, vielleicht sogar ein bisschen absinken lassen und auch da wieder so ein bisschen locker durchziehen. Auch hier vielleicht so um die 20 herum. Ja, so Mitte 20 oder wieder ein bisschen treiben lassen. Das ist halt immer so ein Ding am Yama, ruhig mal eine längere Pause machen. Das triggert anscheinend, also man macht gar nicht so eine ganz klassische Jig-Führung oder man geht halt hoch auch auf 50 plus Shift. Kurbelt dann mal so ein bisschen. Okay, jetzt sind wir natürlich sehr nah hier vorne. So, also nochmal das Ganze ein bisschen abtreiben lassen. Ich komme mit der Route und dem Setup nicht so weit raus. Also da gibt es bessere Kombinationen vom Setup, muss ich gestehen, für diesen Köder speziell. Ich bin bloß gerade ein bisschen zu faul, das umzubauen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ist es schon besser, wenn man weiter rauskommt. Dementsprechend sollte man vielleicht da doch das Setup anpassen. Oder natürlich nochmal einen anderen Köder nehmen. Zum Beispiel die 15er. Und da verwende ich gerne hier den Slimshot 1503 oder 5. Fangen wir mal mit dem 3er an. Und da sehen wir dann, zack, der geht richtig weit. Da lande ich fast drüben am anderen Ufer. Und dann lübt das auch. Ja, auch hier, genau, jetzt kommen wir hier sogar schon in die Jig-Führung. Kann man machen, wie gesagt, muss aber gar nicht. Na, noch ist nicht der richtige Köder gefunden. Normalerweise braucht man ja am Yama, um auch effektiv zu sein hier, jeden Wurf eigentlich einen Biss. Oder zumindest, dass man dann irgendwie gut in den Drill nochmal reingeht. So, ich habe nochmal auf ein bisschen langsamer eingestellt und zack. Da geht dann doch wieder was rein. Sehr gut. Ja, vom Setup an allgemein. Wir ziehen den mal eben raus hier, den Brocken. Es ist auch relativ kühl. Gar nicht schlecht. Morgenstunden erstmal 9 Grad. Sehr gut. Zack. Guck mal da, der nächste Rotlachs. Also in dem Bereich da hinten. Wir gucken mal eben kurz rein hier. Also so gerade aufgebaut hier, wie gesagt, mit der Schnur vom Weihnachtsmarkt. Absolut natürlich nicht notwendig. Aber ist halt praktisch, ne? Also da werde ich auch nächstes Weihnachten oder jetzt schon mal anfangen, ein bisschen zu sparen und dann kurz vor Weihnachten, 23. also irgendwo so um den Zeitraum herum, kommt dann der Weihnachtsmarkt in der Regel ins Game und da kann man sich dann die Sachen von der Firma Pomor kaufen. Zum Beispiel auch die Wagler, ne? Alle, die auf Posenangeln aus sind, die Wagler, die Weißen, auch immer richtig gut. Und das lohnt sich da auf jeden Fall eine Runde shoppen zu gehen. Ja, dünnes Vorfach, also ich bin hier auf 15 Kilo ausgelegt, das Ganze. Und gib ihm. So. Jetzt ziehen wir mal locker wieder hier ein. Vielleicht auch mal ein bisschen schneller, so ein bisschen schnelles Einkurbeln. Oder dann auch mal wieder eine Pause machen. Also ruhig hier so ein bisschen. Ich sag mal schon, es ist ein bisschen wilderes Angeln hier. Es muss gar nicht so strikt sein. Gerade wenn man zum Beispiel auf Saiblinge oder so angelt, muss man ja wirklich kontinuierlich schön in den Jig rein. Und hier kann man dann doch vielleicht mal so ein bisschen entspannter rangehen. Es muss nicht so ganz perfekt sein. Wie gesagt, einfach mal eine Runde schneller drehen, dann wieder eine Pause machen, den Köder absinken lassen und so weiter. Also diese ganzen Spielereien kann man hier ganz gut machen. Übrigens auch mit verschiedensten anderen Ködern. Das muss jetzt auch nicht alles nur dieser Köder hier sein. Hier heißt es natürlich wie sonst auch
testen, testen, testen. Gerade beim Spinning ist das ja das A und O. Zack, da ist schon was dran. Bäm, und auch ein bisschen was Größeres. So soll das, jawohl. Ja, das weiß ich gerade nur ein kurzes Ankurbeln und dann wieder treiben lassen. Das triggert dann häufig schon. Mache ich auch häufig, dass ich, also wie gesagt, nach dem Auswerfen vielleicht ein bisschen absinken lassen. Ungefähr 5-mal kurbeln. Ruhig, wenn ich dann auch auf 50 oder so bin von der Einholgeschwindigkeit. Und dann nochmal eine ganze Zeit und deutlich länger als sonst dieses wegtreiben lassen. Na, der erste Keter tatsächlich. Tatsache, ey. Und wieder raus. Zack. Genau, dann so ein bisschen treiben. Und da ist schon einer dran. Genau so soll das gehen. Ja, wenn da hinten, wenn das jetzt von der Entfernung her passt, wenn der Spot jetzt passt, heißt es jetzt vielleicht nochmal den Köder ändern. Und zwar nochmal auf den anderen Slimshot gehe ich da nochmal ein. Das ist dann der ganz grüne. Der war ja jetzt hier gerade grün-silber. Jawohl, der nächste rote. Heißt, dann gehen wir hier auf die 15. Nehmen, da ist er. Der Slimshot in grasgrün. Auch hier wieder ein bisschen abtreiben lassen erstmal. Und ich ziehe mal locker durch. 4 und 5. Oder 6. Und dann wieder ein bisschen ziehen lassen. Dann machen wir das mal mit der Shift-Taste. Schneller ziehen hier. Genau, einfach wie gesagt so ein bisschen Variation. Ja, im Großen und Ganzen sieht das schon ganz gut aus. Rotlachs lohnt sich halt, wie gesagt. Silberlachse waren aber auch hier. Das heißt, man kann natürlich jetzt wieder variieren, wenn es gerade in den Morgenstunden zum Beispiel der Spiker, der Spinner nicht so gut funktioniert hat. Vielleicht einfach jetzt später ein bisschen nochmal testen. Bedeutet also hier beim Spiker wieder Hashtag 4. Da sind wir bei den 12 Grammern. Und dann kommt man da, zack, schön weit raus mit 12 Gramm, kann entspannt durchziehen. Jo, und dann lübt das im Idealfall, zack, da ist auch schon wieder einer dran. Ja, so soll das. Ich würde sagen, wir gucken gleich nochmal in den Kescher rein, wie denn die Lachse so preislich sind. Okay, das nehmen wir nochmal eben kurz mit rein hier. Und den 1,7er Rotlachs nehmen wir natürlich auch noch gerne mit. Ich werfe hier jetzt seit einiger Zeit mit kleinem Köder ungefähr nur auf die Hälfte aus. Normalerweise, ne, sagt man ja immer schön maximal rauswerfen, damit man da auch ordentlich was rausziehen kann. Aber es gibt eben auch, und gerade eben an so Stellen, die halt sehr breit sind, gibt es eben auch immer wieder Spots oder Bereiche, wo Fische reingehen, einfach so auf halber Entfernung. Da ist man natürlich, oder man könnte das natürlich sogar klippen. Das heißt, man hat jetzt vielleicht einfach hier eine Stationärrolle und klippt dann einfach eine gewisse Meterzahl, wirft dann immer wieder an die gleiche Stelle. Das ist natürlich mega praktisch, wenn man da durchzieht und man merkt, ungefähr an einer Stelle ballern die Fische immer wieder rein. Dann kann man natürlich auch gezielt die Stelle dann anwerfen und dann da rausziehen. Im Moment war es jetzt gerade so, dass ich hier auf, wieder diesen Busch da hinten angeworfen habe. Allerdings eben nur mit dem 12 Gramm Köder hier und dadurch ja nicht so weit rausgekommen bin. Das heißt, ich lande gerade so mittig hier in diesem Bereich. Und da hat es jetzt gerade richtig gut funktioniert. Auch zweimal der Schereschnev-Saibling mit reingegangen. Wir gucken uns das gleich nochmal im Detail am Fischmarkt an. Also, rennen wir mal wieder zurück hier in die Base. Und ja, es ist halt echt immer wieder praktisch, wenn man dann auf der Mitte der Strecke irgendwo eine Stelle hat und da ballert es immer wieder rein. Dann kann man das eben auch versuchen, gezielt anzuwerfen. Man wirft natürlich immer ein bisschen weiter. Man weiß ja nicht genau, der Biss, er entsteht ja etwas später. Der Fisch schwimmt ja immer erst los. Das heißt, wir haben irgendwo einen Spawnpoint irgendwo im Wasser. Wir ziehen da den Köder durch und bis der Fisch dann am Köder ist, braucht es ja ein bisschen Zeit. Das heißt, man wirft immer so ein bisschen weiter noch. Oha, zu wenig Keters. Das ist doch mal erfreulich. Zu wenig Keters. Ja, 3 Keters insgesamt. Das ist doch top. Und dafür in Gänze viele andere Brocken. Richtig schön. Also, sortieren wir mal eben kurz durch.
So sieht es aus. Und dann haben wir hier eben auch die großen Rotlachse. Eine Dolly ist mit reingegangen. Die Silberlachse waren auch richtig schön mit dabei. Schereschnjew-Saibling, zwei kleine auf dieser halben Strecke. Also, kann man mal machen. Knapp 300. Kein größerer Brocken gerade dabei gewesen. Dann geht das sogar gerne in Richtung 400-500 Silber, wenn da was Größeres reingeht. Aber damit bin ich auch zufrieden. Einfach mal für ein bisschen rumtesten. Und locker rausziehen, passt das doch ganz gut. So, jetzt heißt es in der Nacht Kaffee holen und dann sind wir gleich rechtzeitig fertig, 4 Uhr morgens für die nächste Runde. Petri ihr Lümmels, wenn es gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags um 19 Uhr. Petri.